Hallo zusammen, ich stehe hier auf der Bühne der Kölner Philharmonie. Hier findet nämlich heute Abend eine Uraufführung statt. Aber wie ihr seht, ist noch niemand hier. Deswegen gehe ich jetzt mal ins Künstlerfoyer und gucke, ob ich da denjenigen finde, den ich suche. So, jetzt stehen wir hier vom Dirigentenzimmer der Kölner Philharmonie und da drin sitzt Marco Mlynek. Er ist Komponist und Musiker und mit ihm sprechen wir heute passenderweise zum Thema Komposition. Kommt doch mal mit. Störe ich oder kann ich mich kurz Nee, setzen? nein. Cool. Ja, schön, dass du da bist. Ja, auch so. Du hast dich ja hier quasi so ein bisschen eingemietet, ne? Das ist ja eigentlich das Dirigentenzimmer, aber du bist Komponist. Ja, wie kann ich mir das vorstellen? Was braucht man denn so dafür, um Komponist zu sein? Wie macht man das? Neugier, Lust, Dinge zu erfinden, das erstmal als Ja. allererstes. Und um Komponist oder Komponistin zu werden, gibt es sehr, sehr viele verschiedene Wege, um dahin zu kommen. Und ganz viel persönliche und ganz viele Arten, um zu komponieren. Deswegen kann ich was von mir erzählen, wie ich dahin gekommen bin. Mach das mal. Ich habe als Kind Klavier gespielt und als ich Teenager war, meine erste Gitarre bekommen, angefangen, mir das selbst beizubringen. Und ab dann hat es mich eigentlich nicht mehr losgelassen, dass Stücke raus mussten. Und ich habe angefangen, Songs zu schreiben, Texte geschrieben. Dann kam das erste Aufnahmegerät. Das heißt, ab dann ging die Welt los von, ich baue mir meine eigene Musik. Und ein bisschen später, als ich so 16, 17 war, dachte ich, das ist schon das, was ich am liebsten mache. Vielleicht wird es doch auch mein Beruf. Ja. Und habe mich dann entschieden, auch nochmal zu studieren. Genau. Okay. Wo hast du studiert dann? Ich bin nach Maastricht gegangen und habe da Komposition am Konservatorium für Jazz und Pop. Okay. Und Cool. dann, was da ganz schön war, die haben ein bisschen geteiltes Studium auch mit der Klassikabteilung. Das heißt, ich konnte in ganz viele Welten irgendwie Ah. reinschauen. Genau. Ja, dann bist du ja so ein Rundum-Profi. Das ist genau das, was wir heute brauchen. Wie entsteht denn jetzt so ein neues Stück? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie komponiert man jetzt was? Also für mich fängt ein Stück entweder mit einer Geschichte an oder mit der Musik, das heißt aus dem Spielen. Okay. Und eine Geschichte kann sein, dass mich irgendwas total beschäftigt und ich will einen Text schreiben. Oder wenn ich Musik fürs Theater oder für Film mache, dann gibt es natürlich auch schon eine Geschichte oder einen Text, auch für Tanz zum Beispiel. Das andere ist, dass ich mit der Musik anfange. Das Okay. heißt, ich fange an zu singen, denke mir eine Melodie aus oder ich spiele Gitarre, spiele Klavier, nehme da was auf und habe einen kleinen musikalischen Baustein, aus dem ich dann ein größeres Stück mache. Okay. Genau. Ja, du hast es jetzt gerade schon gesagt, du fängst immer mit einem Baustein an und dann baust du so was drumherum. Wie genau kann man sich das vorstellen? Kannst du vielleicht mal was zeigen? Wie ist denn so ein Marco Mlynek-Song? Wie hört sich das an? Ja, ich kann dir total gerne was zeigen von einem Bandprojekt von Ja, mir, was ich mit gern. einem guten Freund in Amsterdam habe. Und wir im Kern schreiben wir Songs und bauen da drumherum aber fast kleine symphonische Welten und kammermusikalische und haben Einflüsse aus ganz vielen Ecken. Wir springen mal da Cool, rein ja, voll und gern. danach zeige Das ich dir ein scheint ja bisschen, wie alles es drin funktioniert. zu sein. Ja, Ja. sei. Cool. Okay. Mal bis Ja, hierhin. sehr schön, aber halt auch ganz schön viel los, oder? Also Ja, ist wie viel macht los. man das? Kannst du all die Instrumente, die da jetzt dabei sind, auch spielen? Oder wie kann man sich das vorstellen, dass sowas funktioniert? Ich kann sicher nicht alles spielen. aber im Kern sind alle Bausteine, die auch für verschiedene Instrumente sind,
irgendwann mal am Klavier entstanden. Oder dadurch, dass ich sie gesungen habe. Und dann ist immer die Frage, wenn man mit einem Song anfängt, auch sei es am Klavier oder an der Gitarre, wo will ich damit hin? Wie groß will ich es machen? Wie viele verschiedene Farben will ich da drin hören? Das heißt, wir können mal am Klavier schauen, was steckt eigentlich in dieser riesigen Collage, in diesem Klangteppich so alles drin, und nehmen es mal ein bisschen auseinander. Ja, lass uns das mal machen. Genau. Also, das allererste, es gibt ein paar Akkorde, vier Stück in dem Teil. Das ist die Basis. Und damit es nicht ganz so still steht, haben wir dem Ganzen ein bisschen Rhythmus gegeben. Und so weiter. Okay. Das heißt, das läuft unter allem die ganze Zeit durch. Ja. Zusammen mit dem Schlagzeug ist das so der Motor. Danach kam Gesang dazu. If there is time to fall behind, I'm good at taking this chance. Und so weiter. Das heißt, die Melodie, nicht von mir gesungen, aber fliegt dann immer darüber. Und dann haben wir natürlich noch viel mehr Instrumente. Das heißt, es gibt noch ein Streichquartett, was spielt. Und die haben folgende Melodie. Und das läuft dann auch noch im Hintergrund immer weiter. Das wird auch noch von einem Chor gesungen, das heißt ganz viele Stimmen, die auch noch die Melodie singen, es wird sehr groß. Und damit sich das Ganze noch mehr bewegt, noch mehr Rhythmus bekommt und Drive, haben wir den Holzbläsern noch Folgendes gegeben. Und auch das läuft noch die ganze Zeit. Das heißt, ganz viele Dinge gleichzeitig. Ja. Aber es greift alles ineinander wie ein Uhrwerk. Und genau. Also das heißt, man muss sich ganz genau überlegen, an welcher Stelle möchte ich was hören und wie hören, und muss dann ja auch irgendwie den Überblick behalten bei sowas. Mhm. Und dazu muss man es ja dann auch aufschreiben. Das stelle ich mir auch wieder wahnsinnig kompliziert vor. Gibt es denn für die Notation da jetzt auch irgendwelche Hilfsmittel, oder machst du das alles mit der Hand untereinander? Oder? Also es ist noch immer ein total schöner Prozess, mit der Hand zu schreiben, Bleistift und Notenpapier. Weil man ganz pur irgendwie mit der Musik sitzt. Und am Ende ist es natürlich total praktisch. Das heißt, was man hier sieht, das ist am Computer geschrieben. Und macht viele Dinge einfacher, die man nicht mehr alle mit der Hand ausschreiben muss. Aber in der Basis ist es das Gleiche. Noten aufschreiben oder am Computer eben setzen. Ja. Ja, vielen Dank für diesen praxisorientierten Einstieg in das Thema. Ich habe aber tatsächlich noch so ein paar richtig trockene theoretische Fragen und wollte dich bitten, ob wir uns dafür einfach darüber setzen. Ist das okay? Ja, klar. Ja, gut. Dann machen wir das. So. Also, wie gesagt, eine sehr theoretische Frage und ich schieße direkt los. In der Musik hört man ja auch immer den Begriff, oder ich kenne den Begriff Formenlehre. Also das sind so Grundprinzipien, nach denen man jetzt ein Musikstück aufbauen muss, oder wie kann ich mir das vorstellen? Also das muss nehmen wir mal direkt raus. Formen sind generell sehr, sehr vielseitig. Es gibt viele verschiedene Formen und die sind eine Möglichkeit, wie wir unseren musikalischen Ideen Form geben können. Das heißt, wir können uns einen Raum bauen, in dem wir gern sein wollen, was dann unser Stück Musik ist. Das heißt, wie wir unsere musikalischen Bausteine, unsere Melodien und Rhythmen anordnen, wiederholen, kombinieren, zwei gegenüberstellen, das heißt einen Kontrast schaffen. Das sind eigentlich gar keine starren Systeme, sondern eine Möglichkeit, um zu bauen. Also einfach so eine Grundstruktur, die man dem Song individuell gibt, wo man viel versucht, das so festzuhalten, wie der Song aufgebaut sein soll. Genau. Okay. Das heißt, es ist wirklich ein Bauen und ein Zusammenfügen. Und das Wort Bauen ist da an der Stelle wirklich sehr, sehr schön, weil aus den Bausteinen eine Form zu schaffen, das ist ein Bauprozess. Und Hast du da irgendein Beispiel, also woran man das irgendwie so festmachen könnte oder was da ähnlich funktioniert? Ja, was vielleicht hilft, um es ein bisschen zu verstehen, weil manchmal hat man gar nicht so ein Bewusstsein dafür, dass in einem Stück Musik, in einem Song verschiedene Formteile überhaupt passieren. In Filmen oder in Serien ist das ein bisschen klarer. Okay. Also wenn wir uns vorstellen, wir machen eine Serie mit
13 Staffeln und ganz vielen Folgen, würde das nicht so gut funktionieren, wenn wir in der ersten Folge alle unsere Elemente schon verraten. Wäre auf jeden Fall nicht spannend. Genau, genau. Wer will da weitergucken? Das heißt, wir müssen uns einen Bogen überlegen, wo wollen wir hin? Wo endet das Ganze? Okay. Was sind die ganzen kleinen Wege, die die Schauspieler und Schauspielerinnen da drin nehmen und die Charaktere? Was passiert in Folge 13 und am Ende der ersten Folge, damit ich weitergucken will? Okay. Das heißt, all diese Momente von Spannung aufbauen, von einer Szene in die andere kommen, um einen Kontrast zu schaffen. Ja. Das heißt, auch die ganzen verschiedenen Geschichten, die da drin passieren, da passiert so viel Form. Ja. Und das kennen wir eigentlich ganz gut. In Musik ist es ein bisschen ähnlich. Ja, du hast eben schon gesagt, dass ganz viel halt damit zu tun hat, wie man auch eine Geschichte erzählt. Und das ist ja auch, ne, dazu braucht man halt auch so einen Spannungsbogen. Jetzt gibt es ja Formprinzipien in der Musik auch schon sehr lange. Und es gibt ja zum Beispiel auch epochensicher, wo man nach verschiedenen Formprinzipien irgendwas bestimmt komponieren musste. Oder wo du wahrscheinlich auch als Komponist genau weißt, ah, das kommt aus der Zeit, weil da ist das und das irgendwie abgebildet. Aber was ist denn jetzt so der formelle Unterschied zwischen einer Sinfonie und einem Popsong zum Beispiel? Also wie kann man sich das vorstellen? Also eine Sinfonie und ein Popsong sind natürlich sehr verschiedene Formen. Das heißt, die direkt zu vergleichen ist gar nicht so leicht. Aber wir können ein bisschen nachschauen, um ein Bewusstsein für zu kriegen, was sind in einem Stück die Elemente und die Bausteine, die Form machen. Ja? Ja. Und wenn wir da mal nach einem Popsong schauen, haben wir schon so viele gehört und wenn wir sehen, okay, es geht mit einer Strophe los, es gibt eine Melodie, die hat meine Aufmerksamkeit sofort, die gefällt mir, da wird was erzählt. Das ist das wichtigste Element hier. Dann gibt es den nächsten Teil, plötzlich kommt was Neues dazu. Vielleicht ist es ein Basslauf oder so oder ein neuer Rhythmus oder ein Synthesizer und führt dann zum Beispiel als nächstes in den Chorus, in den Refrain, der Hauptteil, die Essenz. Und der ist dann auch wieder anders. Das heißt, es gibt Teile, die sich voneinander unterscheiden, aber zusammen ein Ganzes ergeben und vom einen ins andere führen und so eine Dramaturgie ergeben, wie in der Geschichte. Das heißt, dann kann man schon über Formteile sprechen und in jedem Teil passiert dann ein eigenes musikalisches Element, was besonders wichtig ist oder was den Teil ausmacht. Und wenn man so anfängt zu hören, einfach mal, oh, was passiert hier Neues? Ja. Kann man auch in eine Sinfonie reingehen mit der gleichen Idee und schauen, was ist hier das, was am prägnantesten, am wichtigsten ist? Und dann ist das eine Melodie, ein Thema zum Beispiel, was den ersten Teil ausmacht. Und dann kann man weiterhören. Und es ist natürlich ein bisschen weniger leicht und griffig, in so Orchestermusik das alles zu erkennen. Aber im Prinzip ist es sehr ähnlich. Okay, also es sind andere Formen, aber das Ziel, nämlich eine Geschichte zu erzählen und einen Spannungsbogen aufzubauen, bleibt der gleiche, egal ob es 2 Minuten dauert oder ja, eine Stunde oder so. Genau. Okay. Ja, das hört sich total spannend an und ich bin ganz ehrlich, ich würde das jetzt gerne mal versuchen. Also meinst du, ich könnte mal in so einen, müssen keine Sinfonie hören, aber vielleicht nochmal in deinen Song reinhören und mal versuchen, ob ich feststelle, wann sich irgendwo was ändert in der Formenstruktur? Ja, genau. Lass das hören. Das heißt, wir fangen einfach vorne an und schauen mal ein bisschen, wann ein neuer Teil anfängt und was dann passiert. Mal sehen, wo wir rauskommen. Okay. Ich bin gespannt. Im Hintergrund haben wir hier Streicher. Und darüber die Melodie, Streicher und Flöte und jetzt noch das kleine Kinderklavier. Ach so, ich dachte, das wäre ein Glockenspiel. Ja, ist ein toll Piano, es klingt ein bisschen ähnlich. Ja. Okay, Gesang kommt dazu. Genau. Und jetzt sind wir in der ersten Strophe. Eigentlich jetzt nur noch Rhythmus. Ja. Ganz leicht Streicher unten und der Gesang darüber. Okay. Jetzt hört man die Streicher wieder im Hintergrund. Und jetzt ganz rhythmisch. Ja. Auch wieder die Streicher, die zupfen. Ja.
Kennst du das Piano? Piano, genau. Ja, was ist das? Ja, jetzt haben die Holzbläser viel Platz. Ja. Ganz rhythmisch. Großer Kontrast. Ja, voll, aber es ist voll cool. So was richtig Neues, ne? Ich mag's auch. Das sind Klarinetten viele, oder? Genau, Klarinette okay. Und Flöte. Ah, okay. Hintergrund, Gesang ist zurück, eine Linie und jetzt krass, auch nochmal mit Text. Ich habe gar nicht gemerkt, dass der weg war. Und jetzt Aufbau. In den Refrain. Krass, ja. Genau. Und so weiter. Das läuft jetzt noch ein bisschen. Ja? Verstehe. Ja, krass. Genau, mal bis hierhin. Ja, ja. Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen verstanden. Also, ja, man kann die Formen wirklich hören. Ich hätte das nicht gedacht, aber man kann echt so die Bausteine ja, werden sichtbar dadurch. Vielen Dank für diese Übung. Das könnt ihr ja auch zu Hause mal ausprobieren. Wir haben euch den Song hier unten eingeblendet. Da könnt ihr ja auch mal hören, ob ihr hört, was sich ändert und ja, wie der Song aufgebaut ist. Jetzt aber nochmal zurück, wenn ich jetzt Blut geleckt habe und ich möchte jetzt auch unbedingt anfangen, ein bisschen zu komponieren, wie mache ich das jetzt? Wo fange ich da am besten an? Fangt an zu erfinden. Wenn ihr Lust habt zu erfinden, mit was Kleinem. Oft sind es bei mir auch ganz kleine Ideen, dass ich was in mein Handy, in einem Sprachmemo singe oder mit Gitarre oder Klavier aufnehme, es mal liegen lasse und dann daran weiterbaue. Nehmt euch mal eine Minute oder zwei, probiert aus, was dabei rauskommt. Und ich bin mir sicher, irgendwas kommt dabei raus. Und dann fängt das Bauen und Erfinden an, mit viel Neugier. Also glaubt an die kleinen Ideen. Die sind es bei mir auch meistens noch immer. Ja. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Also, ihr habt es gehört, einfach machen, einfach anfangen. Wir freuen uns darauf, euch vielleicht irgendwann dann mal zu hören oder eure Komposition. Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch, lieber Marco. Sehr gerne. Und ja, euch wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss. Tschüss.